Oh Mann, es ist echt langsam kalt geworden und ich sollte mal wirklich langsam wieder reingehen. La la la. Hey, was ist das denn da drüben? Hä? War das eben schon da? Das schaue ich mir mal genauer an. Hä? Aber das war doch eben noch nicht hier, oder? Ich versteck mich mal lieber. Hä, wer spricht denn da? Hey Rudolf, wie geht's dir denn heute, du kleiner Elch? Komm, lass dich mal streicheln, du bist ein Feiner. Oh Mann, heute gibt's so viel zu tun. Wir müssen auch die ganzen Geschenke einpacken und dann noch ausliefern. Geschenke ausliefern und einpacken? Hey, dabei kann ich doch helfen. Wow, wer bist du denn und wie kommst du hier hin? Hi, ich bin Emma Vogel. Entschuldigung, also ich habe dich nicht belauscht. Also ich bin hier spazieren gegangen und dann habe ich mich hinter der Tanne versteckt. Aber ich habe gehört, dass ihr Hilfe braucht und ich kann doch helfen. Das war doch voll cool. Und bin ich hier übrigens beim Weihnachtsmann gelandet? Oh je, das ist eine Katastrophe. Kinder dürfen hier nicht hin. Und vor allem, sie dürfen diesen Ort nicht sehen. Ich werde schon nichts weiter verraten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Ich muss schnell zum Weihnachtsmann und ihm das mitteilen. Schnell, los. Halt, stopp. Ich werde wie gesagt nichts sagen. Und ich meine, ich kann doch helfen beim Geschenke einpacken. Das hat sich so angehört, als könntest du Hilfe gebrauchen. Und hier bin ich. Also eigentlich bräuchte ich wirklich Hilfe. Und zwar, wie soll ich denn alle Geschenke alleine einpacken und ausliefern? Ich glaube, Emma könnte doch eine gute Hilfe sein. Ja, genau. Sag ich doch. Also, was sagst du? Ja, okay, Emma. Na gut. Also von mir aus kannst du mir gerne helfen. Ich weiß auch sowieso nicht, wie ich das alleine alles schaffen soll. Oh Mann. Ich meine, wie soll ich das denn noch alleine schaffen? Eigentlich sollten es viel mehr Elfen sein, aber die sind alle krank geworden. Und jetzt muss ich es alles alleine machen. Und der Weihnachtsmann, der ist keine große Hilfe. Er isst nur Kekse. Also, ich esse nur Kekse? Weihnachtsmann, seit wann stehst du hier? Was hast du alles gehört? Elfi, ich habe genug gehört. Und keine Sorge, ich bin ja auch nicht böse. Das stimmt ja auch. Irgendwie kommt der Bauch ja nicht von ungefähr. Ich esse ja gerne Kekse. Aber eins musst du mir mal verraten, Elfi. Wer ist denn hier das kleine Kind? Ach, Moment mal. Lass mich mal gucken. Ach, das muss doch Emma Vogel sein, oder nicht? Wow, ja genau, die bin ich. Du bist ja wirklich der echte Weihnachtsmann, weil der Weihnachtsmann weiß ja immer alle Namen von allen Kindern und... Wow, ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Hallo, Herr Weihnachtsmann, kann ich Ihnen helfen, Geschenke einzupacken? Bitte, bitte, bitte. Das war doch richtig super duper cool. Also, Emma, ich weiß nicht, wie du diesen Ort hier gefunden hast, weil eigentlich dürfen die Kinder gar nicht hier sein. Und, helfen? Ich weiß ja nicht, du hast ja keine Berufserfahrung. Aber weißt du was, Emma? Ist ja auch egal. Wir brauchen Hilfe und du bist dabei. So, Elfi, lass uns unser neues Teammitglied willkommen heißen, indem du... sie einarbeitest und ihr alles zeigst, wie das hier funktioniert. Was hältst du davon? Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass der Weihnachtsmann das erlaubt hat, aber na gut. Emma, komm, ich zeig dir alles. Also hier siehst du noch einige Geschenke, die noch eingepackt werden müssen. Das sind für ein paar Kinder. So, und da vorne... Wow, ein Schaukelpferd! Wie cool ist das denn? So eins wollte ich schon immer haben. Yeah, guck mal, ich schaukel und schaukel. Ja, das ist so cool. Emma, wir sind hier nicht zum Spaß hier. Wir müssen noch arbeiten und die ganzen Geschenke einpacken. Also hier ist die Geschenkbandmaschine. Hier kommen die Geschenke raus. Also wenn die Geschenkpackmaschine die Geschenke eingepackt hat, dann kommen die hier raus. Aber die ist heute extrem langsam. Ich weiß auch nicht wieso. Die muss ja wieder geölt werden. Aber weil die Maschine so langsam ist, müssen wir auch noch selber anpacken und einpacken. Oh, da kommt ein Geschenk und da ist es schon. Schau mal. Boah, wie cool ist das denn? Das kam da einfach so die Rutsche runter und das Geschenk ist ja riesengroß. Darf ich das aufmachen, bitte, bitte? Nein, Emma, das ist für ein bestimmtes Kind. Das hat sie erst gewünscht. Das ist nicht dein, das ist nicht für dich. Wie auch immer, jetzt geht's erstmal weiter. Wir müssen jetzt noch ein paar andere Geschenke einpacken. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? Oh ja, auf jeden Fall. Los geht's. So, Emma, hier sind die ganzen Geschenke. Alle die, die im Sack sind, die müssen noch eingepackt werden. Yeah, okay. Los geht's. Ich liebe Geschenke einpacken. Ich mach das immer gerne. So, Emma, schau mir mal zu. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Wir nehmen die Puppe und packen sie in die Geschenkebox. Und dann machen wir den Deckel drauf und fertig und schon eingepackt. Hast du das verstanden? Verstanden ja, aber ich habe nicht wirklich was gesehen. Ich bin zu klein, ich komme da nicht dran. Ah, kein Problem, das haben wir gleich gefixt. So, ich hol mal eben etwas. Und hier kannst du dich nämlich draufstellen. Oh ja, schon viel besser. Dann kann es jetzt ja losgehen. So, dann hole ich jetzt mal das nächste Spielzeug. So, dann geht's jetzt weiter mit den Teddybären. Und jetzt kannst du zeigen, was du gelernt hast. Alles klar, danke. Danke für die blaue Box. So, Teddybär da reintun. Deckel drauf. Ist ein bisschen schwer, aber ich krieg das schon hin. Und fertig. Guck mal, das war einfach. Okay, wow. Du bist ja ein wirkliches Naturtalent. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, als nächstes der Fußball. Auch einfach. Und Deckel drauf. Und fertig. So, die Puppe. Ja,
das hätten wir auch. Und Deckel drauf und fertig. Und das nächste. Und Deckel drauf und fertig. Und weiter. Und eingepackt. Und Geschenk Nummer 2 auch fertig. Ja. Boah, Emma, das war ja wirklich eine grandiose Leistung. Das ging so schnell mit dir. Das hätte ich nicht gedacht. Ach super, ihr habt ja schon die Geschenke eingepackt. Das freut mich natürlich zu sehen. Boah, also Emma, ich muss da sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Und weißt du was? Du warst sehr fleißig heute. Hast du nicht Lust, mit mir noch die Geschenke auszuteilen? Geschenke austeilen? Ich? Mit dir? Mit dem Weihnachtsmann? In dem Schlitten? Mit Rudolf? Ja, unbedingt. Bitte, bitte, los geht's. So, Emma, schau mal. Das ist Rudolf, das Rentier. Ihr habt euch bestimmt schon kennengelernt, oder? Ja, hallo Rudolf, hallo das Rentier. Ich kenne dich von dem Lied. Vielleicht kennst du das auch. Das singe ich dir später mal vor. Ich freue mich, dass ich mit dir fliegen darf. Okay, gut, dass ihr euch schon kennengelernt habt. Aber eins fehlt noch, und zwar das Geschenk. Das hole ich mal eben. Und das Geschenk, das verstaue ich jetzt hinten im Schlitten und mache es fest. So ist fest, jetzt kann auch nichts mehr passieren. So, dann würde ich sagen, dann kann es losgehen, Emma. Okay, gut, dann steige ich hier schon mal ein. Nee, Elfi, du bleibst mal schön hier. Ich fliege mit Emma alleine. Was? Das ist doch unfair. Ich darf doch immer normalerweise immer mitkommen. Und jetzt... Emma? So, Emma, steig ein. Ja, das ist so cool. Ich kann nicht glauben, dass ich beim echten Weihnachtsmann bin und im richtigen Schlitten sitze mit dem Rudolf. Und der fliegt gleich und ich fliege auch mit und wir bringen die Geschenke zu den Kindern. So, Emma, bist du bereit? Dann halte ich mal gut fest. Ja, es kann losgehen. So, dann kann es jetzt losgehen. Rudolf, jip, jip. Ja, jip, jip, Rudolf. Emma? Emma, guten Morgen. Was? Jip, jip, was? Mama, was machst du denn hier? Ich wollte dich wecken, Emma. Hey, dann war das alles nur ein Traum? Och, nö. Ach, Emma, was hast du denn gedacht? Naja, wie auch immer. Ich lass dich erstmal wach werden. Wir sehen uns gleich zum Frühstück. Ach, dann war das wirklich alles nur ein Traum? Och, Mann, das ist aber schade. Ich dachte, ich bin wirklich beim Weihnachtsmann gelandet. Psst, Emma. Was? Wo kam das denn her? Emma. Ja, hallo, Elfi, bist du's? Hey, da ist ja niemand. Och, Mann, dann habe ich mir das wohl wirklich nur eingebildet und geträumt. Aber ich hätte schwören können, dass er doch... Ich habe doch Elfis Mütze gesehen. Wow, oh mein Gott, was ist das denn? Das Schaukelpferd. Das ist das Schaukelpferd. Das heißt, das war alles doch kein Traum. Elfi war hier und alles ist echt und der Weihnachtsmann auch. Oh yeah, das ist ja genial. Das ist der beste Tag meines Lebens. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!